Alles super bei Union Berlin. Super Bundesliga-Start im Stadion an der Alten Försterei gegen die Hertha. Und trotzdem wurde heute ein insgesamt 8. Mal getestet, aber im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen Hannover 96. Die haben schon ein paar Spiele mehr in den Stiefeln. Und Union Berlin sicherlich mit vielen Kandidaten, die noch nicht so viel Spielzeit bekommen haben in dieser ja noch sehr jungen Spielzeit. DFB-Pokal waren wir schon erfolgreich, Bundesliga haben wir gesagt auch. Timotheus Puchacz und die ersten Annäherungen an den Kasten. Rick van Drongelen, heute Abwehrchef für Robin Knoche. Klare Sache, und er ist einer für Kopfbälle, nicht nur hinten, sondern auch vorne. Erster guter Versuch von Union Berlin. Bei 27, 28 Grad und vielleicht war es sogar noch ein paar Grad heißer. Das ist auch ein heißer Kandidat auf einen Platz im Sturm. Jamie Leveling. Und es waren gute Ansätze in den ersten 20 Minuten. Levin Öztunali heute ebenfalls dabei. Michel und Leveling ganz vorn, Öztunali, da ist er wahrscheinlich auch besser aufgehoben, eher im offensiven Mittelfeld. Und der fiel auch auf, Morten Thorsby, der Norweger. 28. Minute, feiner Kopfball, allerdings auch gut gelöst davon Leo Weinkauf. Auch Stefan Leitl, der neue Coach von Hannover 96, zeigte sich angenehm, ja überrascht nicht, aber angetan von dieser Idee noch mal zu testen, obwohl man in der Bundesliga eben schon dreimal gespielt hatte und bisher auch noch nicht so ganz dolle aufgetreten war. Hier mal eine Kostprobe von Jamie Leveling und wieder sehr gut Leo Weinkauf in die Mitte gezogen. Dann noch mal die Täuschung mit links, das macht er am liebsten, der U21-Nationalspieler. Ein Test wohlgemerkt, und nach 45 Minuten stand es torlos unentschieden. 0:0. Zweite Halbzeit. Inzwischen etwas kühler. Hannover hatte kräftig durchgewechselt, durchgemischt, und dann stand es 0:1. Wirkte Hannover gut und sortiert im Angriff und im Gegensatz dazu Berlin in dieser Situation etwas unsortiert in der Abwehr. War eine starke Phase von Hannover 96, allerdings dann auch Union giftiger, ekliger in Anführungsstrichen, aber vor allen Dingen auch zielstrebiger. 3-gegen-2 Situation über den eingewechselten Pantovic und dann diese Direktabnahme von Tim Skarke. Das war eine gute Möglichkeit und Tim Skarke zählte auch zu den Auffälligen. Freistoß von Puchacz und hinten schön durchgelaufen Danilo Duki, der heute ebenfalls in der Startformation stand. Natürlich eigentlich eher hinten drin in der Abwehr. Der ehemalige Kapitän von Vitesse Arnhem bekam heute auch viele Spielminuten. Etwas verkorkste Abwehr da und dann hinten der eingewechselte Kevin Behrens, der für Lennart Grill aufpasste, der ansonsten aber eine gute Partie machte, etwas nachlässig hier vielleicht die Abwehrsituation und das Eingreifen von Tim Maszewski. Kevin Behrens am Boden, der Pass nicht so gut, aber dann nachgelegt von Puchacz. Ball kam dann nochmal rüber zum Polen, nämlich hier mit links. Gute Flanke, Behrens drin. 87. Minute, das versöhnliche 1:1. Er allerdings auch nach der Einwechslung mit einigen guten Aktionen. Und die mündeten dann schlussendlich auch in diesen Kopfballtreffer. Das ist ja ohnehin eine Spezialität. 1:1 zum Abschluss, ein Test wohlgemerkt. Und Urs Fischer wird seine Rückschlüsse ziehen in Bezug natürlich auch auf das nächste Spiel der Fußball-Bundesliga bei Mainz 05. It was your first game for Union. How was it? How did it feel? Yeah, I felt very good. Finally get the first match. It was some weeks been training, and of course this year I was a little bit late of the situation and the transfer, so I'm a little bit behind the guys, but now it was very nice to get my first game, and yeah, I'm happy. I feel good, and good to play with the guys and get to know them, so yeah, I'm very happy. You're here for
around 4 weeks now. What do you think about the club and the whole environment here? No, it's great. The supporters are great. Also in the stadium here, they come and watch us also in the training game. And I know the atmosphere in the stadium in the derby was also fantastic. So I mean, the club is great. Great supporters, very nice guys, and all the people I met in the club are so been very nice to me. So I'm very happy to be here in Berlin. For you, it was also like a move, moving from Italy to Berlin. Yeah. What do you think about Berlin as a city? It's very nice. I just moved into my apartment, so getting to know Berlin a bit more. Had one day of going around in the city. Of course, it's a lot of history and a great city. I like also history and to be in cities with like Berlin. I've been once before, and now I get the opportunity to see even more and to learn more about everything that happens there. And it's a lot, so I mean, it's a very nice place to live. Thank you. Thank you. Die Saison läuft schon. Zwei Pflichtspiele hattet ihr schon. Jetzt nochmal ein Test gegen einen Zweitligisten. Warum genau hat jetzt dieser Test nochmal stattgefunden? Warum genau? Ich glaube, ihr wisst ja alle, wie groß unser Kader auch zurzeit ist. Und es war wichtig, dass die Jungs Minuten bekommen, dass sie Spielzeit in die Beine bekommen. Und deswegen dieser Test. Und im Großen und Ganzen war der, glaube ich, auch sehr, sehr vernünftig. Vernünftig im Sinne von, dass vielleicht gar nicht so das Ergebnis im Vordergrund gestanden ist, sondern einfach mal ein Überblick über die Spieler? Absolut. Und natürlich unsere Abläufe, defensive Abläufe, offensive Abläufe, die Prinzipien, die wir den Jungs dann auch mit auf den Weg geben, dann gucken wir natürlich genau hin, wurden sie umgesetzt oder nicht. Und da haben wir sicherlich einiges gesehen und gibt wieder gute Erkenntnisse und jetzt bereiten wir uns dann auf Mainz 05 vor. Stichwort Mainz 05. Glaubst du, es wird ein ganz anderes Spiel als das erste Spiel zu Hause gegen die Hertha? Ein ganz anderes würde ich jetzt nicht sagen. Also wir wissen dann schon, dass Mainz unglaublich heimstark ist, dass sie auch eine klare Spielphilosophie haben. Und es wird sehr, 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 sehr hart, sehr, sehr aggressives Spiel. Und wir müssen bereit sein und wir wissen, was auf uns zukommt und werden jetzt versuchen, die Jungs bestmöglich vorzubereiten. Der Derby-Sieg ist jetzt 4 Tage her. Wie ist die Stimmung in den letzten Tagen gewesen in der Mannschaft? Also meine war auf jeden Fall unglaublich gut, das kann ich schon mal sagen. Und wir haben ja nicht viel Zeit, jetzt irgendwie groß zu feiern. Es war wirklich ein super toller Nachmittag. Ich glaube, für alle Unioner ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ist schon vorbei. Jetzt gucken wir dann wirklich auf ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel nach Mainz. Und das waren 3 Punkte. Wir haben noch einige Punkte zu holen, glaube ich. Dankeschön. Sehr gern. Sadie, schön, dich mal wieder in Berlin zu sehen. Wie geht's dir in Hannover aktuell? Gut, sehr gut. Habe mich sehr, sehr gut eingefunden, aber in Berlin fühle ich mich immer wohl, habe ich mich immer wohl gefühlt, deswegen bin ich froh, dass ich hier bin. Ich habe so ein bisschen in den ersten 3 Spielen mal angeguckt, was ihr, lief noch nicht so richtig gut, oder? Ein bisschen unglücklich? Ja, ein bisschen unglücklich. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, was der Trainer sich vorstellt. Ein bisschen Pech, ein bisschen Eigenverschulden dabei, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Jetzt fehlen noch ein paar Punkte und dann, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Ja, Fußball spielen. Wenig lange Bälle, sage ich mal. Den Gegner dominieren, viele Chancen rausspielen. Und dann gewinnen am Ende. Ne? Wie war es mal wieder gegen die alten Jungs zu kicken? Sehr gut. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt hier. Ich kenne noch die meisten der Jungs. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, wieder hier in Berlin zu sein. Ich glaube, es war die schönste Zeit in meiner Karriere bis jetzt in Berlin. Deswegen wird immer am Herzen bleiben. Wir freuen uns auch immer wieder, dich wiederzusehen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Danke. Test gegen Hannover, 1-1. Was ist dein Fazit zum Spiel? Ich glaube, dass die erste Halbzeit eigentlich voll okay war. Wir haben eigentlich so gut wie gar nichts zugelassen. In der Halbzeit wurde dann angesprochen, dass wir noch vielleicht ein bisschen mehr Leben ins Spiel reinbringen, noch ein bisschen mehr Energie. Kriegen dann halt ein Standardtor und dann probieren wir halt alles nochmal reinzuwerfen, um das Ergebnis zu drehen. Ist uns dann halbwegs noch mit dem Treffer von Kevin gelungen. Du bist ja einer von vielen Neuzugängen, warst aber einer, sage ich jetzt mal, von den frühesten Neuzugängen. Wie geht's dir eigentlich mittlerweile? Wie kommst du zurecht in der Mannschaft? Wie kommst du zurecht in der Stadt? Also ich muss persönlich sagen, dass ich mich wirklich sehr wohlfühle in der Mannschaft. Denn ich habe es schon Anfang der Saison angesprochen, dass die Jungs wirklich sehr, sehr nett sind. Das ganze Team drumherum, der Staff, also wirklich haben mich optimal aufgenommen, ich fühle mich wohl, ich fühle mich glücklich. Klar, es ist immer eine Umstellung, in eine neue Mannschaft zu kommen, die ganzen Menschen kennenzulernen, dann die ganzen neuen Prinzipien von der Mannschaft. Aber ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin, ich gebe mein Bestes und so will ich auch weitermachen. Wie wichtig war, glaubst du, der Sieg im ersten Spiel und auch noch im Derby, gleich am ersten Spieltag? Sehr, sehr wichtig, aber ich glaube nicht nur das Derby, sondern auch das Weiterkommen im Pokal. Da sieht man, wie schwer das ist, in der ersten Runde, im ersten Pflichtspiel direkt abzuliefern, obwohl du bei einem
in Anführungszeichen Regionalligisten spielst, war das trotzdem ein sehr, sehr schweres Spiel. Und dann haben wir uns einfach vorgenommen, im Derby weiterzumachen. Dass du dann natürlich gleich das Stadtderby mit 3-1 gewinnst, ist natürlich sehr, sehr gut für uns, sehr positiv. Aber am Ende des Tages können wir uns ab heute davon nichts mehr kaufen. Wir müssen uns jetzt auf Mainz fokussieren und da probieren, das Bestmögliche rauszuholen. Auf Mainz fokussieren, das Stichwort. Was erwartest du dir vom Spiel in Mainz? Ich glaube, es wird grundsätzlich ein ganz anderes Spiel. Einfach dadurch, dass es erstmal ein Auswärtsspiel ist, hast du erstmal nicht diese geile Kulisse hinter dir, die dich dann nochmal ein bisschen pushen. Aber es wird ein ganz anderes Spiel, auf dem wir uns wieder optimal probieren vorzubereiten. Und dann probieren auch da auf Sieg zu gehen natürlich. Cool, danke dir. Vielen Dank.